Hallo all ihr wunderbaren Leute da draußen, und letzte Woche habe ich euch gesagt, was mir an meiner Alfa Romeo Giulietta gefällt, und heute kommt die Kritik in einer Minute. Also, das erste, was mir an dem Auto tatsächlich nicht ganz so gefällt, ist das Ansprechverhalten von dem Motor. Es ist ein Single-Turbolader auf einem kleinen Motor, und wenn der Turbodruck ab ungefähr 2300 Touren einfach nicht da ist, dann hat dieser Motor keine Leistung, vor allem wenn man die Klimaanlage anhat. Denn dann hat der Motor vielleicht unterm Turbo noch 30 PS und da geht einfach nichts vorwärts. Außerdem stört es beim Beschleunigen, weil es immer wieder extrem ruppig ist. Und das andere, was mir an diesem Auto nicht ganz so gefällt, hat mit dem Innenraum zu tun. Denn abgesehen von den kleinen Fehlerstellen, sag ich mal, ist einfach eine nervige Sache dieser kleine Bildschirm in der Mitte, der einfach immer wieder nicht funktioniert, egal was ich mache. Das war alles, was mir an dem Auto eigentlich nicht ganz so gefällt. Bis zur nächsten Woche mit irgendeinem anderen Video. Servus!